Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Experimental Alpha 20. So wie ich es mir vorgestellt und gewünscht hatte, sind wir hier am Abend. Es geht langsam in die Nacht rein, allerdings bereits an Tag 4, was bedeutet, dass der ein oder andere hier auf dem Server aktiv sein muss, was mich persönlich sehr Freude. Und wenn ihr auch mitmachen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf discord.jasondux.de. Heimat vieler netter Menschen. Dass wir jetzt natürlich schon an Tag 4 sind, setzt mich ein bisschen unter Druck, weil natürlich dann auch die Horde relativ schnell, naja, relativ schnell naht. Mal gucken. Vielleicht geht sie auch an mir vorbei, je nachdem, wie lange ich hier heute spiele. Auf Wunsch eines Zuschauers habe ich die Bewegungsunschärfe deaktiviert. Ich hoffe, das ist dann jetzt so in Ordnung. Und ja, um mal auf die Kommentare zu reagieren, ich sehe schon, dass das Spiel besser aussieht mit Schatten, Lichteffekten und so weiter. Mir ist es nur in der Wiese nicht so direkt aufgefallen und mit den Pflanzen, die da drin stehen. Und wie gesagt, ich bin noch mal gespannt auf den Schrottplatz, ob dann da die Ziegelsteine immer noch wie aufgemalt aussehen. Was wir hier haben an der Serverkonfiguration ist, wir haben a Feral Sense in der Nacht, weswegen ich hier in der Nacht auch nicht weggehen werde. Also die Zombies sollten sich in der Nacht ja so ähnlich verhalten wie im Blumenmond. So ganz hundertprozentig bin ich mir da nicht sicher, weil ich ja hier noch keine Nacht auf dem Server erlebt habe. Und auch die Horden sollen ein bisschen anders sein. Und was auch noch interessant ist, das hatte ich vorher gar nicht so mitbekommen, vielleicht queste ich doch ein bisschen mehr, als ich mir das ursprünglich vorgenommen habe, weil wenn man nur oft genug die Quest desselben Level macht, bekommt man irgendwann sondern noch eine größere Abschlussbelohnung. Und das könnte vielleicht ein muskelkraftgetriebenes Fahrzeug sein, möglicherweise. So, jetzt aber genug geschwatzt. Was wollte ich denn machen? Also gut ist schon mal, dass keine Zombies in der Nähe sind. Ich bin hier. Was ist hier unten? Schwatzt hier einer? Was ist denn das hier? Voice auf dem Server? Will ich aber nicht machen. Muss vielleicht gleich mal in der Nacht nochmal Pause machen und die Einstellungen gucken. So, was wollte ich auf jeden Fall machen? Punkte wollte ich verteilen. Ich höre irgendwas. Hört ihr es auch? Irgendwo wird gegengeschlagen. Irgendwo ist ein Zombie-Vieh. Ist vielleicht. Ah, shit! Ich wollte nicht runterfallen. Ganz schnell wieder rauf. Lass mich in Ruhe. Ah, shit, da ist er. Das war nicht der Plan. Komm, noch ein Hund. Ein Wolf. Und tot. Das fängt ja gut an. So, jetzt habe ich keine Waffen mehr. Die liegen alle da unten. Und ich hoffe, es kommt da keiner rauf in der Nacht. Aber wenn es tatsächlich ist wie in den Blutmonden, dann müssten die mich ja jetzt in Ruhe lassen. So, wie komme ich ja nochmal in den Chat? Hat sich die Taste geändert? Ah, ne, hier. Sagen wir einmal schön Moin. Ja, jetzt liegt da unten. Der Rucksack, sind denn die Zombies, die spawnt, die da waren? Kann mir schon passieren, wenn ich jetzt runtergehe. Außer, dass sie mich erwischen. Schnell wieder zurück. Jetzt jede Nacht so läuft. Palette.
Warum bin ich denn so hibbelig hier? Weil ich wieder in Sicherheit will. So. Ich behaupte mal, das war genug Aufregung für eine Nacht. Dabei wollte ich nur mal gucken. Es wird auf jeden Fall Zeit für Laufgitter. So, Fackeln ziehen auch Zombies an, oder? So, Ruhe im Karton. Bitte. Machen wir hier mal ein bisschen Licht hin. Hoppala, nicht dagegen hauen. Dranpappen. So, es wird doch fast gemütlich hier. Ich brauche mal eine neue Fackel, ne? Was brauche ich für die Fackel? Habe ich wahrscheinlich nicht alles, ne? Doch, Stofffetzen. Tierfett habe ich keins. Gut, ist egal. Zur Not kann ich die Fackel ja wieder mitnehmen, oder? Tierfett. Ich habe doch gar kein Messer. Achso, genau. Knochenmesser können wir noch machen. Knochen hatte ich doch. Damit wir auch Tierfett bekommen. So. Knochen. Siehste? Da war ich doch sicher. Dann machen wir hier noch ein Messer. Kann ich nicht? Warum nicht? Angeklickt. Nochmal. So, Knochenmesser. Vorhin falsch. Sollte mir hier nicht normalerweise angezeigt werden, was ich dafür brauche? Ach, okay. Ah, ein Knochen fehlt mir noch. Verdammt! Okay, der ganze andere Kram, der kann ja auch erstmal hier bleiben. Heidelbeersamen. Nee, in die Kiste. Mensch, nicht raus. Okay, das. Das ganze Pflanzenzeug. Was schon eine mehr hier. Hier mit den Stapel trennen nochmal. Alles vergessen. So, Liftklick, Rechtsklick. Halber Stapel. Achso. Bisschen was behalte ich im Inventar. Aber alles muss auch nicht im Inventar sein. Was können wir da noch Sinnvolles machen? Wir können trübes Wasser abkochen. Dass wieder frisches Wasser zur Verfügung steht. Das auf jeden Fall. Trübes Eier. Wir bräuchten mal Rezepte oder so, ne? Wo wir irgendwas kochen können. Die leeren Gläser, die nehme ich mal mit. Für den Fall, dass ich irgendwo Wasser auffüllen kann. So, und zu essen. Ich weiß, es ist Verschwendung. Hier nehmen wir mal Katzenfutter mit. Hoffentlich verträgt der Magen das. Hier hätte ich nichts dagegen. Oh, Airdrop. Ich gönn's meinen Freunden, die mit auf dem Server sind. Holt ihn euch. So, Tag 5, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich könnte mir hier schon mal Sicherungsgitter bauen, ne? Ja, wie mache ich das denn am schlauesten? Hier an den Rand zum Drüberlaufen noch und dann hochbauen? Oder ziehe ich mir hier direkt einen Gitterrand? Ja, besser wäre, wenn ich noch ein Stück rauslaufen könnte, oder? Können wir heute Nacht noch ein bisschen bauen. Ach, da hinten kommt der Airdrop runter. Ist gar nicht so weit weg, oder? Ja, nee, bleibt jetzt, wie es ist. So, was hatten wir hier noch? Notiz vom Duke. Das kann ja alles mal weg hier. Also Stein. Mal hier weglegen ein bisschen. Brauchen wir ja nicht so viel, oder? Holz brauchen wir. Das kann man weg. So, Schießpulver und Zement. Können wir noch nichts mit anfangen.
I hate this Neidstimmung. Richtig schlechtes Wetter hier. Ich glaube, nach einem Tod pro Nacht ist es dann auch. Und die Zombies sind auch wirklich despawned an der Stelle und haben nicht auf mich gewartet. Das finde ich sehr sozial von ihren Fun-Pimps, das auf diese Art und Weise zu programmieren. So, was machen wir dann jetzt? Dann machen wir jetzt für das restliche Holz Holzblöcke. Holzbriefkasten, was soll ich denn damit? So Holzformen, damit können wir doch alles machen, oder? Auch die Gitter. Ja, wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, 33 gehen für das Holz. Nein, das machen wir erstmal nicht. Mensch. So, 10 können wir schon mal machen. So, ein Feuer wollte ich machen hier, ein Lagerfeuer. So. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die Steine produziert sind. Wo brauche ich das Feuer denn hin? Hier, wo ich hier in die Ecke nicht was sehe. Oder wo ich dann vielleicht was sehe. Na komm, mach mal ein bisschen voran hier mit bauen. Wir haben noch keine Zeit. So. Hier hin. Da muss ich dafür nämlich auch noch Holz übrig lassen. So. Und kann da noch gar nichts kochen, oder? Ja doch, Wasser. Gekochtes Wasser. So. So war das. 2. So, das dauert ja nicht lang. Hat hier gerade schon einer gehupt. Habt ihr das auch gehört? Das ist der Händler. Ach, Mensch. Oh, wenn man eine Weile nicht gespielt hat. So, was ist jetzt hier mit dem Wasser? Ah, 1. So, doch ein bisschen länger als gedacht. Also, jetzt können wir aber die Holzformenblöcke. Holzformen. Wie viel kriegen wir da raus? Okay. Nicht so viel. So, skillen können wir gleich, wenn das zweite Wasser fertig ist. Restlicher Holz bleibt drin, auch 100 Minuten Laufzeit. Das dürfte erstmal für eine ganze Weile okay sein. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Nochmal auf den ersten Ausflug in die Stadt gespannt. Das muss ja alles wunderschön aussehen hier mittlerweile. So, jetzt erstmal gucken. Gitter. Kriege ich die irgendwie von oben vernünftig dran? So, vor allen Dingen. So, Shape. Ha! Mann, oh Mann, was für ein Zeug alles hier. Jetzt müssen wir erstmal finden. Geht das auch auf Deutsch? Gitter. Dynamischer Gitterrost. Was macht denn ein dynamischer und ein unechter dynamischer Gitterrost? Und hier kann ich auch noch den Anstrich auch noch aussuchen, nach was es aussieht, wenn ich die notwendigen Materialien habe. Das ist ja krass. Ja, aber das sind nicht die Gitter, die ihr sucht. Jetzt können wir ja mal in Ruhe hier durchscrollen. Hier auch viele Sachen, die man früher gar nicht craften konnte, wenn ich das richtig sehe. Würfel, der zur Hälfte zerstört ist. Verbotsschilder. Können wir gleich Kugeln, Schrägen, Pfosten, Stufen, Laufstege. Laufstege. Könnte man auch draußen dran machen, ne? Und das, ach, Stäbe. Stäbe, Geländer. So, Geländer kann ich doch passend dingsen, ne?
So. Wie machen wir das denn? So? Nee. So würde ich sagen. Kriegen wir das denn hier sauber dran, ohne dass wir da runter müssen? Na? Zu tief, das muss höher. Dann ist es zu hoch. Sollen wir vielleicht doch eine andere Form nehmen? Stäbe. Okay, wie sieht es mit Stäbe aus? Geschritten, kann sich nur um Stunden handeln. Aber wir haben ja Zeit. Was ist jetzt? Das ist wieder unten. Und warum passt die Höhe denn nicht? Ja doch, die Höhe passt. So. Kannst du nicht richtig. Nee, die Höhe passt nicht. Was für ein Scheiß. Und man kann das auch nicht einfach wieder aufnehmen. Also muss es doch nach unten. So dann, oder? Ja, sterben meine Freunde wie die Fliegen. Ich sehe nichts, das bringt so nichts. Zu dunkel momentan. Das muss ich im Hellen machen. Ist ja eh schon so schlecht. Dann hatten wir das gerade noch weg. Und müssen dann eben nächsten Tag eh noch. Meine Güte. Holz besorgen. Holz besorgen. Alter, das ist definitiv zu dunkel für mich zum Bauen. Hätte natürlich die Fackel auch da vorne hinsetzen können, ne? Warte mal. Vielleicht ist es doch nicht zu dunkel. Ich will hier nicht als klein Dovi die Folge beenden, dass ich das nicht hinkriege. So, Fackel. So, nochmal. Fortgeschritten. So, das passt. Auf jeden Fall. Muss es nur einmal richtig dran kriegen auf die richtige Höhe. Und dann ist es gut. Und hier unten ist schon wieder zu dunkel. Nicht wahr sein. Kann der Mond nicht was heller scheinen? Siehst du nichts? Das ist ein schwarzes Loch, das Dach. Bauliche Umtriebe. Ich probiere jetzt einfach noch mal eins dahin zu setzen. So, auf gut Glück. Wenn das jetzt wieder nichts ist, dann ist er erstmal Schluss mit Bauversuchen. Ja. So. Und? Wo habe ich es denn hingepackt? Zu weit unten, verdammt nochmal. Aber hier oben wäre ich, also hier oben wäre es richtig. Hoch, hoch. Gibt's auch nicht. So. Gehen wir hier mal.
Das ist ja eine lustige Folge hier. Dax, der Baukünstler. Baukünstler at work. Das eine ist zu tief, das andere ist zu hoch. Definitiv. Scheiß der Hund drauf. Warum denn nicht in der Höhe? Ist doch okay. Haben wir da wenigstens einen Laufsteg der Seite. Ui. Will mich wieder einer kriegen? Da. Ich dachte wirklich, ich hätte Ruhe. Der läuft jetzt natürlich da unter das Dach und rein, ne? Ne, er fängt da an rumzuschlagen. Ich habe keine Pfeile dabei. Habe ich die wegsortiert? So, 10 Stück. Ja, ich weiß. Ferale Intelligenz und Co. Glaubst du da unten noch? Da. Mal gucken. Wie riecht ich denn von hier oben? Ach nee. Wieder da raus. Da rumzukloppen. So blöd ist er nicht. Zum Glück aber auch nicht so schlau, meinen Weg zu laufen. Noch nicht. Er wird schon irgendwo drin rumkloppen. Und macht hier mächtig Zeug kaputt. Ja, kriegt er das mit, dass ich hier baue? Ist nichts mehr mit nachts bauen? Mann! Gibt's ja gar nicht. Schlaues Kerlchen. Und nur noch zwei Pfeile. Sobald ich hier weiterbaue, kommt er wieder raus. Pass mal auf. Ist das hier blöd im Dunkeln zu bauen? Wo ist er? Da ist er wieder. Was ist das, um mir zu springen? So, das waren jetzt alle Pfeile, oder? Nein, einen Pfeil habe ich noch. Er merkt, er kommt hier nicht zu mir und probiert dann einen anderen Weg. Da hilft nichts, ich muss mir den ja holen. Hat gerade so gereicht. Ein paar Pfeile habe ich zurückbekommen, zum Glück. Gut, ich habe zwar immer noch nicht alles gemacht, was ich wollte,
Aber ich denke, da machen wir dann die erste Nacht Teil 2 draus. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und da trippeln sie schon wieder. Vielleicht bemerken sie mich nicht. Knüppel in die Hand. So, jetzt aber. Tschüss.